Wir kommen heute noch zu einer kurzen Folge von den Clicker Idle und Incremental Games. Als nächstes geht es jetzt weiter mit Clicker Heroes. Und zwar heute der angesprochene Reset zum Optimieren der Outsider. Erstmal die Zahlen und die Sachen angucken, die ich nach einem Reset sonst nicht mehr mit euch teilen kann. Ihr seht, im Moment sind meine Clicker, so wie hier, alle Fähigkeiten auf ja, lila, pink oder wie auch immer, auf jeden Fall auf Doppelbonus. Und das dunkle Ritual ist bereits beim Maximum von 20 angekommen, weswegen ich da keine weiteren mehr machen muss. Hier kann ich jetzt nochmal verlängern, dass die jetzt nicht gerade auslaufen, während ich jetzt hier mit euch mich unterhalte und noch ein paar Sachen brauche, wobei ich hier im Moment auch nicht mehr allzu viel weiterkomme. So, was ich mir vor allen Dingen noch mit euch anschauen wollte, einfach nochmal einen Blick auf die Heroes. Ab Mats die nochmal kurz durchschauen. Also beim Ziller war ja noch okay, dass der, weil der die SPS aller Helden erhöht, deswegen der weiterhin dabei bleibt. Mats die ist eben, weil er nur Eigenboni hat, inzwischen auch rausgeflogen und entsprechend minimiert, dass er halt so wie einige andere oder und vor allen Dingen hier die ganze Liste von Helden, die halt keinen Gesamtnutzen mehr haben, wenn andere Helden die stärksten Helden sind. Und Savira ist jetzt eben inzwischen natürlich die letzte Heldin, die ich nutzen kann. Kado habe ich noch nicht aktivieren können. Das ist nicht mehr so weit weg. 2510er Potenzen, die ich da auf jeden Fall noch überwinden müsste. So, ansonsten, sie hat vor allen Dingen Eigenboni, die aber ziemlich hoch ausfallen. Also ihr seht hier 625, 650, 675, 850 und hier nochmal 875. Ich vermute mal, dass es das dann auch der letzte Bonus ist. Oder vielleicht gibt es noch einen weiteren, kann ich jetzt noch gar nicht einschätzen, weil der Sprung ist ja doch noch relativ groß, bis der hier aktiviert wird. Aber auf jeden Fall wäre sie im Moment noch prädestiniert, dass sie dann auch nicht mehr genutzt wird, wenn sie keinen relevanten Übergang mehr hat. Mal gucken, wie ist denn hier aktuell der Stand? 22.500 erreiche ich jetzt bald. Da hat sich auch was geändert, weil nämlich also ihr seht ja hier im Moment, ich würde. Beziehungsweise die bekomme ich vielleicht sogar noch. Schauen wir mal, ob der Klicker jetzt in der Lage ist, hier durchzukommen. Im Verhältnis sieht es jetzt nicht so viel aus, weil das hier halt nur die Hälfte von so einem 501er ist. Aber das liegt vor allen Dingen daran, weil ich jetzt natürlich mehrere Heldenseelen, also hier mit mehreren Boni habe, die mir einen gesamten Schnellaufstieg als Bonus ermöglicht haben. Also was man hier im Moment 2,2 mit 501 5001 bekommen kann. Deswegen ist es natürlich jetzt im Verhältnis relativ hoch. Inzwischen ist es jetzt so eben so, dass selbst die Heldenseelen, die noch nicht aktiviert sind, bereits hier in diese Antiker Seelen eingerechnet werden. Das heißt, es ist so, als hättet ihr schon die Wandlung gemacht. Meine beiden Söldner, die 175 noch, also 25 müssen noch begraben werden und ja, fast 200 müssen immer noch wiederbelebt werden. Und natürlich jetzt die 250.000 habe ich jetzt überschritten. Bin ja gerade ganz knapp dran, auch wenn ich jetzt noch nicht wieder im ersten Platz meiner Gilde bin. Das dauert noch ein paar. Das dauert mir, also es fehlen noch genau 500 Level, aber die werde ich jetzt in dem Durchlauf nicht mehr machen, sondern ich werde mit euch heute eine Übersteigung machen. Mal sehen, wann dann tatsächlich die erste Million in Reichweite kommt. Im Moment sieht es interessant aus, weil hier, nachdem die Abstände eher ziemlich klein geworden sind, sind sie jetzt hier wieder ein bisschen größer geworden mit 6.000, 6.500, hier dann wieder nur mit 4.000, hier wieder mit 8.000 bis 9.000. Also es ist im Moment noch nicht so hundertprozentig einzuschätzen, wie gut das vorwärts geht. Ich bin jetzt zwar relativ lange in diesem Durchlauf, weil ich jetzt halt auch auf ja, den Reset heute gewartet habe, also beziehungsweise mit euch zusammen diese Überschreitung dann machen zu können. Was dann auch bedeutet, dass ich eben nicht mehr für Level 250.000 und 280 auch ein bisschen zu knapp wäre, weil von den Überschreitungen her habe ich jetzt 26.000. Wenn ich die jetzt nochmal drauflege, da bin ich halt schon ziemlich an der 300.000er Grenze. Die Outsider werde ich dann eben auch für Level 300.000 oder Zone 300.000 vorbereiten, dass ich die mir da entsprechend anpasse. Eine interessante Sache, die jetzt dazugekommen ist, das Gold Reward für die Mercenary Mission hat sich in der Berechnung geändert, weil ich hatte
Also dadurch, ihr seht ja, wie steif der hier ist und eigentlich überhaupt nicht vorwärts kommt. Also er hat jetzt auch den Boss nicht geschafft. Und dass deswegen relativ wenig Gold anfällt im Verhältnis zu dem. Also ihr seht auch, dass ich hier keine Goldeinkünfte mehr im relevanten Umfang habe. Und das liegt eben daran, dass ich hier jetzt schon einige von diesen Missionen gemacht habe. Und für das nächste relevante Upgrade, also den nächsten 25er Schritt, bräuchte ich 22.916 und da komme ich halt einfach nicht ran, auch jetzt nicht mit den Goldmissionen. Der Vorteil bei diesen Goldmissionen ist im Moment, dass die eben nach der Zone einen Mindestwert haben. Durch die Goldmission ist eben wieder ein Push-Mechanismus ermöglicht worden. Mit diesem Push-Mechanismus war ich dann eben jetzt in der Lage, tatsächlich hier noch ein paar Level mehr anzukratzen. Zuerst hatte ich mir aufgeschrieben, dass es eigentlich nur 4 Zehnerpotenzen waren, aber beim letzten Mal waren es jetzt eher so erstmal, also die erste Goldmission hat mir so ziemlich am Ende, wo ich sowohl erst mit dem Idle Farming, dann mit dem Klickerbonus nicht mehr weitergekommen bin, hat mir gut 30 Zehnerpotenzen eingebracht, weswegen hier natürlich Savira nochmal deutlich angestiegen ist und dann mir hier wieder einen Push ermöglicht hat. Und da der Push dann so weit gereicht hat, dass ich dann zumindest nochmal 4 bis 5 Zehnerpotenzen durch die Goldmission machen konnte, nachdem ich eigentlich wieder hier stecken geblieben bin. Also mir fehlen jetzt noch gut 500 Level oder 500 Zonen, bevor ich dort wieder meinen ersten Platz bekomme. Mit den Klickern gehen manche vielleicht eher auf dem sogenannten aktiven Bild. Das heißt, sie setzen die Klicker von Anfang an ein, was aus meiner Sicht aber nicht so sinnvoll ist. Auch wenn sie dann hier zum Beispiel den Zylil nicht mehr verwenden für die inaktiven Boni, ist es mir auf jeden Fall wichtig, irgendwie alle Boni zu nutzen und gerade auch diese Logadit, diesen inaktiven, den ich halt, solange ich eben die Klicker nicht aktiv habe, also ich kann die jetzt mal rausnehmen und genau, er schaltet sich ja auch mit ab, wenn ich alle wieder rausgenommen habe. Und dass hier eben dann doch nochmal ein deutlicher SPS-Bonus aktiv ist, wenn ich inaktiv bin. So, jetzt gucken wir mal. Genau, also wir haben jetzt den Faktor 34037. Natürlich nutzt mir das insoweit nichts, weil die Klicker-Multiplikatoren an der Stelle, der Klickschaden ist natürlich trotzdem schon höher. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt hier klicke. Aber das ist auf jeden Fall trotzdem ein Bonus von 2500. Also sind nochmal 2500 Exponenten, die das hier auf jeden Fall mehr hat, der zumindest eben für den Idle-Bonus schon mal relevant ist. Und für den Idle-Bonus kommen dann ja auch die Gold-Boni dazu, weil natürlich für den Klickschaden ist da an der Stelle relativ unerheblich, weil in dem Moment, wo ich klicke, gilt ja jetzt nur der normale Damage-Schaden. Aber eben dieser Idle-Bonus bringt mich aufgrund der SPS erstmal in höhere Level, als wenn ich die Klicker vorher schon verwende. Das heißt, der bringt mich schon 2.510er Potenzen sozusagen in den Zonen weiter, plus die ganzen Geldmultiplikatoren und so weiter. Und das heißt, deswegen ist es sinnvoll, den erst dann anzuwenden, wenn mein Idle, deswegen für mich ist es eher, ich verwende ein Hybrid, das heißt, so lange Idle wie möglich und wenn Idle nicht mehr geht, erst dann die Klicker wirklich einzusetzen. Und deswegen gehe ich mit euch jetzt gerade nochmal durch, wenn ich jetzt den normalen Reset gemacht habe, um die Heldenseelen natürlich zu aktivieren. Auch wenn das inzwischen automatisch passiert, einfach um nochmal die Antiker ganz normal hochzuleveln. Also ihr seht, ich komme auch bis Silar sofort nach dem Reset und kann den sofort aktivieren und kann den hier theoretisch dann einfach auf dem Klicker laufen lassen. So, ich werde jetzt mal noch das eine goldene mit reinnehmen, damit ihr die Boni dort auch mit anschauen könnt. Weil das eine ist, den jetzt auf den 100ern laufen zu lassen. Aber ich will vor allen Dingen mit euch die Antiker durchgehen, zumindest sobald der Inaktivbonus dann eben wieder aktiv wird. Um dann zu zeigen, wie ich hier dann normalerweise vorgehe. Ah genau, er ist jetzt schon in den Inaktivmodus gewechselt. Aber jetzt ist erstmal, geht es natürlich ziemlich schnell, weil er allein durch den Inaktivbonus seht ihr, was für ein Sprung dort gewesen ist. Also er war vorher jetzt bei irgendwo 5000 und hat jetzt schon 2010er Potenzen im Goldeinkommen. Nur allein durch die Idle-Boni, die jetzt schon da sind. Und ja, jetzt warte ich mal nochmal ab, dass ich den dann, nicht abwarten, sondern lieber gleich hoch skalieren. So, damit er nämlich möglichst am Limit ist und ich dann hier mit euch die Sprünge machen kann,
Weil ihr seht jetzt hier, wo dann der Idle-Bonus langsam weiterläuft und dass ich hier jetzt die Boni aktivieren kann. Also ich habe jetzt bei dem auf jeden Fall auch einen Gold-Bonus, auch wenn ich nur ein Item da drauf habe, so dass ich alle Boni vom Durchgang her nutzen kann. So, also worum geht's jetzt? Als erstes natürlich wie immer Mortus. Das heißt, die 5001 Exponenten Heldenseelen, also 1E5100 kann ich ja jetzt mal nehmen als Zahl, um die dann aufzuleveln. So, das heißt, erstmal werden genug Heldenseelen auf Mortus geparkt, damit ich auf jeden Fall den normalen Heldenseelen Damage Bonus nicht verliere. Und damit waren das jetzt natürlich nur 2 Zehner Potenzen, weil natürlich der eigentliche Bonus hier schon aktiv ist. Aber der ist jetzt weit, also egal wie viel Heldenseelen ich jetzt eben ausgebe, für die anderen bleibt er auf jeden Fall drin. So, der nächste ist jetzt Salatas, eben der normale SBS-Bonus für eben Idle. So, das heißt jetzt von 17.822 steigt der SBS jetzt auf 17.909. Also das sind etwa 90 SBS nochmal hier dazu. So, der nächste ist dann Kristallief. Das heißt, das ist eben der Bonus, der sich durch die Vergoldung auswirkt. So, hier machen wir jetzt das Gleiche. So, von 17.914 auf 1.800. Der nächste ist dann eben der Norgadit. Der ist eben der Multiplikator für die ganzen automatischen Klicker, die ich nicht einsetze und der mir dadurch Boni ermöglicht. Dann machen wir das Gleiche. Es werden jetzt natürlich immer weniger Heldenseelen, weil die natürlich immer weiter aufleveln. Aber das ist sozusagen die Reihenfolge von der Priorität her. Wer mir letztlich hier mit 2516, dann der hier mit 2496 und der jetzt geringere, der Nogadit eben. Mal gucken, wie weit er jetzt hochkommt. Und zwar von 18.005 auf 18.68. Also das war eben nicht so viel, weswegen ich den auch als letzten hochlevele, womit er natürlich logischerweise weniger hat als die anderen. So, und das sind zumindest erstmal diejenigen, die alle den DPS erhöhen. Als nächstes kommen jetzt die Antiken, die normal eben das Gold erhöhen. Da kommt als erstes dann Java. Das ist das Gold aus Schatztruhen, weil sie halt auch mit dem 2406 den höchsten Bonus als solches liefert. Also sie hat im Moment 2406. Das Gold von Monster ist bei 2424. Dann das normale Gold ist bei 2402. Die nehmen sich alle relativ wenig. Also die sind auf der gleichen Stufe relativ gleich, wenn halt die gleiche Menge an Heldenseelen investiert wird. Deswegen fange ich da einfach mit den Schatztruhen an, weil ich ja eh 100% Schatztruhenwerte anstrebe und auch dabei bleibe. Also dann kann ich natürlich Yavanna auch weglassen. Okay, jetzt habe ich natürlich auch gepasst. Also die Goldeinkommen waren jetzt sind jetzt bei 7383. So, nach Yavanna da kommt dann erstmal Libertas, dann kommt tatsächlich eben der Idle-Bonus für das Gold und damit dann von 7384 auf 7466, was im Endeffekt auch nochmal gut 80 Zehner Potenzen eben im Goldeinkommen entspricht, nur allein durch diesen Sprung. So, das nächste ist dann das Goldeinkommen selber, Mammon, der eben das normale Goldeinkommen erhöht. Womit eben von 74,73 auf 75,58. Das heißt, die Sprünge sind immer im Moment zumindest relativ gleich. Und als letztes ist dann noch der Zaster. So, mal gucken. Genau, der Zaster, der ist jetzt noch nicht relevant, weil der kommt erst später, wenn ich hier das goldene Klicken verwende. Beziehungsweise wenn ich das Gold, nicht nur das goldene Klicken verwende, sondern tatsächlich Autoklicker hier bei den Monstern verwende. Der dann aber eben nochmal einen ähnlich hohen Bonus gibt mit irgendwo um die 60 bis 80 Zehnerpotenzen. So, das sind dann die Gold-Typen. Danach kommen jetzt die tatsächlich dann für den End-Push, wenn dann der Klick relevant wird. Das heißt deswegen dann eben den Stitch aufleveln, damit eben der Klickschaden hier noch einen Bonus bekommt. Genauso wie Moloch. Genau, Moloch war der mit dem Klick-Kombo, das heißt dieser Multiplikator, der dann hier ist, wie viel Schadensbonus der letztlich liefert. Und als letzter kommt dann noch der Baal,
eben mit dem kritischen Klickschaden. Alle, die ich hier jetzt eingeklappt habe, Antika der Seelen, der Sparen und so weiter, die sind alle bereits auf einem Maximallevel. Also da kommt jedenfalls nichts mehr Relevantes dazu, weswegen ich die zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht mehr aufleveln muss. Sondern das, was jetzt noch kommt, die restlichen Heldenseelen. Ihr seht es ja auch, dass meine SPS da nicht runtergeht, weil ich ja die meisten eben schon auf den Mortus verteilt habe und damit der Anteil der ausgegebenen Heldenseelen sozusagen kleiner als 1% ist am Ende. Also und jetzt kommen eben diese ganzen Detektoren, also die ganzen Skills, die hier nochmal hochgeskillt werden. Da mache ich einfach hier nur, weil die halt so exorbitant teuer werden, dass ich hier einfach nur draufklicken muss und dann da, ja, das waren jetzt so 1100 Sekunden, die dazugekommen sind. Also irgendwie 550 Level. Das sind 6 Stück, die diese Sekundensachen haben, die jetzt hier einfach einmal durchgehen. Das ist sozusagen jetzt erstmal die normale Basisstrategie zur Ausgabe der Heldenseelen in den höheren Stufen, um letztlich auch das Maximum sowohl aus den Idle-Boni zu holen und die jetzt erstmal so lange laufen zu lassen, bis der Idle-Bonus durch ist. Und durch diese Änderung, dass ja jetzt hier diese Fähigkeiten aktiviert werden können, ohne dass der Bonus, ohne dass das hier gebrochen wird, da wirkt sich jetzt zwar noch nichts von aus, außer eben der Metalldetektor und die DPS. Hätte ich jetzt nochmal gucken können, dass sich die jetzt auch nochmal verdoppelt hat, weil die kann ich jetzt natürlich nicht mehr deaktivieren, die bleiben jetzt mehrere Stunden aktiv. Aber die kann ich jetzt eben mit den, also vor allen Dingen den DPS-Bonus und den Metalldetektor-Bonus, die kann ich jetzt eben zusammen mit dem Idle-Bonus überhaupt kombinieren. Und erst ganz am Ende, wenn ich die auch alle hier schon verdoppelt habe. Das heißt, da werde ich nachher auch nach dem Reset mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Ansonsten kann ich hier auch in ein paar Minuten, in 5 Minuten nochmal schauen, dass ich den DPS und den Golddrop auf jeden Fall auch schon verdopple, während ich hier durchlaufe. Weil dann habe ich ja den Vorteil, dass ich noch länger im Idle-Modus bleiben kann und erst später dann die Klicker wirklich aktiv einsetze. So, du hast mir jetzt noch eine Mission abgeschlossen. So, hier könnte man, kann man jetzt mal vergleichen, weil ich nehme jetzt mal diese 8-Stunden-Mission. Und ihr seht hier im Vergleich, aktuell sind es nur 15er-Potenzen Unterschied. Aber das erhöht sich eben mit jeder Stufe, die ich hier abschließe, sollte sich das normalerweise erhöhen. Sieht jetzt im Moment nicht so aus. Okay, es hat sich eigentlich schon erhöht. Also deswegen, so der Standard ist mindestens 14er Potenzen Unterschied von dem, was ich zumindest aktuell bekomme und dem, was diese Mission mir am Ende gibt. Im Moment hängt sie noch mit davon ab, wie viel Gold ich einnehme und normalerweise sollte die sich direkt aktualisieren, aber macht sie im Moment nicht. Aber das ist auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall mindestens 1, 2 Stufen, dass man hier mit den Gold-Missionen nochmal am Level-Ende, auch wenn die Klicks bereits, also auch wenn die Autoklicker und der aktive Modus ausgereizt ist, nochmal ein paar Level weiterkommt. Da auch das alles irgendwann zu Ende geht und dann eben die Resets anstehen, heute eben der Überreset mit der Neuverteilung der überweltlichen Macht. Aber dazu muss ich jetzt doch noch tiefer in die ganzen Zahlen einsteigen. Und dazu brauche ich mein Excel. Also das ist jetzt meine Übersicht, die ich mir schon mal zusammengestellt habe, um mir ein bisschen genauer zu überlegen und zu planen, wie ich denn jetzt eben hier diese Outsider neu skillen möchte. Also Zylil für die Idle-Boni, also für die Inaktiv-Boni, dann Pandorosus mit dem SPS-Bonus und der Ponyjunge mit den Urhelden-Seelen. Die drei, auf die verteilt sich nachher die restlichen Antika-Seelen, die ich, ja, für die ich keine andere Verwendung habe, um die anderen hier unten zu skillen, weil die dann für das Ziellevel bereits ausreichend ausstaffiert sind. Bei den Chocolot habe ich mich im Moment noch nicht genau entschieden, ob ich 70% oder 80% setze, aber auf jeden Fall werde ich den deutlich niedriger lassen nach dem Reset erstmal, um mal zu testen, wie sich das auf die Erreichung der Zonen auswirkt tatsächlich. Weil auch wenn der Bonus im Moment immer noch relativ hoch bleibt, also weil ob ich jetzt hier mit der nächsten Stufe, mal gucken, was verliere ich denn jetzt hier, 98,84 auf 98,90. Das heißt 0,06% steigt das nur an. Also dann machen wir das mal zusammen im Excel und schauen uns an, wie hoch denn jetzt eigentlich der Vorteil ist.
Das heißt hier natürlich erstmal die Differenz zwischen den beiden. Das heißt, 0,06 ist letztlich die Verbesserung. Im Moment kostet mich sozusagen das Auflevel nur noch 1,16% und danach kostet es mich halt nur noch 1,1%. Und da ist es eben, um wie viel Prozent geht das jetzt runter? Das heißt, dieser Wert durch diesen Wert. Das heißt, obwohl das so hoch ist, sinken die Kosten letztlich nochmal um 5%. Das heißt, die Antika-Kosten werden nochmal um 5% günstiger, weil es eben so 0,06 an der Stelle sinkt. Aber trotzdem ist die Frage, ob sich das wirklich lohnt bei den Heldenseelen, weil selbst eine Halbierung der Kosten, wir sind aktuell bei Heldenseelen, ich hatte vorhin 5000 Exponent Heldenseelen. Das heißt, selbst eine Halbierung der Kosten heißt nicht, dass das hier 2500 kosten würde, sondern nein, eine Halbierung bedeutet 4999. Das heißt, die Änderung an der Stelle ist so minimal im Vergleich zu den Heldenseelen, die ich bekomme. Das heißt eben, wenn ich 1 hoch 5000 habe und dann die Hero Souls also nicht nur um 5%, sondern um 50% verbessern könnte, dann habe ich hier 5 hoch 499 beziehungsweise 0,5 hoch 5000. Also deswegen bin ich im Moment nicht mehr überzeugt, dass es wirklich so notwendig ist, Chocolot aktuell so weit runterzubringen bei den hohen Zahlen an Hero Souls. Aber das werde ich beim nächsten Durchlauf dann merken, ob das eine gravierende Auswirkung hat, also ob die Boni, die mir die Antiken dann geben, tatsächlich gravierend niedriger ausfallen oder ob es letztlich nach ein, zwei Durchläufen ja ohnehin kaum bemerkbar ist, weil ich die Antiken so oder so hochlevele. Ob die jetzt dann eine Runde später hochgelevelt werden oder nicht, das ist dann auch wieder egal. Weil letztlich das Interessante dürfte eben eher sein, tatsächlich Ponyjunge als Urheldenseelenbonus relativ. Und das Entscheidende dann nachher die überweltliche Macht. Da die sowieso gegen 25 konvergiert, ändert sich da nicht so viel dran. Und die Heldenseelen, die ich jetzt hier verfügbar habe, die ändern ja nichts daran, wie viele Heldenseelen ich bekomme. Das heißt, nur die Zone ist entscheidend. Für die Zone ist wiederum nur DPS entscheidend. Und deswegen ist für mich wahrscheinlich DPS entscheidender hier der Inaktivboni. Und eben diese drei relevanten, auf die sich dann die restlichen verteilen sollen, da werde ich halt gucken, dass der Anstieg auf jeden Fall, also die Kosten pro Prozent am niedrigsten sind. Das heißt, deswegen wird der Zylyl wahrscheinlich ganz gut abschneiden. Also im Moment, wenn ich jetzt von den jetzigen Werten ausgehen würde, hätte der Zylyl auf jeden Fall erstmal die Boni. Aber ich muss nochmal gucken, was der für Startwerte hat und wie der tatsächlich ansteigt. Ob der eigentlich generell pro Stufe um 50% zunimmt, also von den Werten her, weil das sind die Änderungen, die er aktuell aufweist. Bei Ponyjunge bin ich noch nicht sicher, da muss ich noch ein paar Rechnungen gleich anstellen, weil da geht es darum, dass ich im Moment irgendwo bei 2,4 liege, aber das können auch einfach Rundungsfehler sein aufgrund der hohen Zahlen und ich natürlich nur zwei Nachkommastellen sehe. Deswegen wahrscheinlich 2,5% aktuell relevant sind. Und Pandorus ist am wenigsten lohnend, zumindest in der Größenordnung, wo ich ihn ja ohnehin schon habe, mit Level 1190, weil er steigt ja immer nur um 100%. Auch wenn er nur 1 kostet, ist sozusagen der prozentuale Anstieg, der jetzt nur noch bei 0,08 für das eine Level liegt, kostet mich das Anstieg, prozentuale Anstieg, also 1% Anstieg bei Pandorus kostet mich hier fast 12 Antikerseelen. Also deswegen, das werden wir gleich nach dem Reset noch genauer anschauen. Hier jetzt erstmal noch die Planung. Also hier oben im Moment bei Zielzone 250.000, die ich ja jetzt schon überschritten habe, würde mir von dem, was ich vorhabe, also Kumakawaru ist Bonusmonster je Zone. Das heißt eben, wie viele Monster jede Zone bekämpft werden müssen. Der Basiswert ist minus 8, also dass im Endeffekt das um 8 gesenkt wird. Der Abzug je Zone bei 500 oder je 500 Zonen ist der Abzug jetzt bei 0,1. Und mein Zielwert ist an der Stelle 50, weil wenn ich 250.000 erreichen möchte, brauche ich letztlich einen Ausgleich von 50 Monstern. Plus die 8, aber die sind sowieso schon, die werden ja allein, wenn der hochgelevelt ist.
Das heißt, um den Zielwert zu erreichen, muss ich den Antiken auf Level 62 bringen. Damit erreiche ich dann sozusagen dieses 8 multipliziert mit diesem Anstieg von 12,5%, erreiche ich meine 50. Und das gleiche gilt für die anderen 4, die hier aufgelistet sind. Also Adman, hier geht es darum, die Bonuschance auf Urboss auf 100% zu halten. Basiswert, den der Antike erreicht, sind 75%. Der Outsider-Bonus liegt bei 25% pro Level. Und der Abzug pro Zone liegt bei 2%. Und das heißt, bei Level 200 oder bei Zone 250.000 muss ich 1.000% ausgleichen, macht in dem Fall 54 Level. Und das sind sozusagen die Antika-Kosten, die ich dafür benötige. Im Moment habe ich 22.000 Antika-Seelen, die ich da verwenden kann. Das heißt, das, was mich im Moment die nur kosten würden, wären 6.000. Das heißt, ich hätte 16.000 tatsächlich verfügbar, um das auf die anderen zu verteilen. Bubas das gleiche. Basiswert für den Antiken ist 5. Abzug je Zone ist 0,4. Das heißt, um 0,4 steigt sozusagen die Lebensenergie der Bosse an. Und hier ist jetzt die Frage, was für einen Zielwert will ich haben? Im Moment habe ich es mir so eingestellt, dass ich bei Zone 300.000 dass die Bosse ein 200-faches Leben besitzen. Das heißt, da muss ich dann relativ wenig investieren. Aber ihr seht hier hinten im Moment die Gegenrechnung zu dem, was ich aktuell habe. Also hier habe ich eine Einsparung von 2 Leveln dann in Bezug auf Level 300.000. Hier habe ich eine Einsparung von 8 Leveln, wo mir ein paar Antika freigesetzt werden. Hier ist es tatsächlich so, dass wenn ich den Wert erreichen möchte, ich 1200 mehr investieren muss, als ich aktuell investiert habe, weil ich habe ihn aktuell nur auf Level 62. Bei Kronos kann ich zumindest dann schon mal genau planen, dass ich 1500 in Reserve halten muss, obwohl ich mit Kronos ja erstmal noch testen will, brauche ich Kronos überhaupt? Was passiert, wenn ich einen Boss erreiche mit Instant Kill und der Boss-Timer eigentlich im Minus ist? Weil eben, wenn die 30 Sekunden Basiswert aufgebraucht sind, das sind sie nach 15 mal 500 Zonen. Das heißt, bei Zone 7500 sind die 30 Sekunden aufgebraucht. Also dann sind sie aufgefressen durch diesen Malus, der hier stattfindet. Und dann wird es spannend, was dann eigentlich genau passiert. Ob ich überhaupt noch in der Lage bin, Bosse zu bekämpfen. Wenn ja, dann kann ich mir zumindest überlegen, hier einen entsprechenden Zielwert, also letztlich den einfach außen vor zu lassen, was mir dann zumindest die 1500 noch freisetzen würde. Oder ich gehe es ganz entspannt an und sage, okay, ich möchte einen bestimmten Basiswert haben, der eben dann bei den 30 Sekunden weiterhin verbleibt. Oder eventuell, dass ich hier auch höher gehe. Weil ich kann auch sagen, okay, ich möchte zusätzlich zu den 30 Sekunden Basiswert vielleicht noch weitere 30 Sekunden haben, damit ich eine Minute habe, um so einen Boss zu killen und dann noch ein Stück weiterkomme. Das werde ich mir dann ausprobieren, deswegen wird der wahrscheinlich noch offen bleiben. Und der letzte eben, der Bonus für die Schatzkisten, den will ich auch auf 100% halten. Da war es noch ein bisschen kompliziert, wie der tatsächlich funktioniert. Aber so wie ich es so ausprobiert habe, sind es anscheinend 0,6% ja des aktuellen Wertes. Und ich habe jetzt inzwischen, mal gucken, wo habe ich meine Formel dafür. Weil genau das Schwierige ist hier, diesen Zielwert auszurechnen, dass ich tatsächlich mit dem als Exponenten, mit dem R1, mal gucken, der Multiplikator muss als Exponent für diese 0,6% mit dem Abzug sein, damit ich irgendwie so ausrechnen kann, okay, damit ich bei 100% wiederum bleibe mit den Abzügen, Schatten im Moment 37 Level auszureichen. Also ich werde mir ein bisschen Reserve machen, um zu gucken, ob meine Rechnung hier tatsächlich funktioniert, ob das aufgeht. Und ja, also soweit hier einfach zu den Zahlen. Wie gesagt, das hier sind im Moment die Level, die ich sowieso habe und die ich hier zukünftig skillen werde. Und ja, jetzt geht es erstmal dann, den Überreset zu machen und dann hier einzusteigen. Bitte einmal einschmelzen und wir fangen von vorne an. So, ja, jetzt haben wir wieder den ganzen Schnodder am Hals. So, 3 brauche ich jetzt aktuell, die hier für mich aktiv werden.
So, der eine kauft da, der andere kauft den und sobald der zweite jetzt verfügbar wird, genau, kommt da der dritte drauf, damit die jetzt erstmal in Ruhe machen können. Und in der Zeit werden die sich dann ja, damit beschäftigen, beschäftigen wir uns mit der überweltlichen Macht bzw. eben der Verteilung der Antikerseelen. Jetzt also 25.000 Antikerseelen verfügbar. Das erste sind jetzt erstmal die klassischen. Das heißt, Kumakawaru werde ich auf jeden Fall beibehalten, um eben die Monster-Je-Zone runterzusetzen. So, der Zielwert ist 60. Das heißt, Kumakawaru wird bis 60 aufgelevelt, was ja jetzt am Anfang überhaupt kein großes Problem ist, weil die ja nicht so teuer sind und erst nach und nach ansteigen. Das nächste ist Rargeist. Da geht es um die Chance auf Urbosse. Die soll ja auf jeden Fall bei 100% später ankommen, wenn ich dann erstmal so weit durch bin. Und das heißt, hier für Rargeist ist Level 64 vorgesehen, so dass eben bei Zone 300.000 auf jeden Fall noch eine Chance von 100% gegeben ist. So, Herpos hatte ich auch gesagt, dass ich da einige Level reinnehmen werde. Ich werde den jetzt erstmal nur bis Level 40 hochziehen. Also ich werde den erstmal auf 40 lassen und werde mal gucken, wie das nachher mit Kronos zusammenspielt. Kumakawaru und Admin, die sind beide relevant, weil sie die Spielgeschwindigkeit natürlich optimieren. Maximale Chance auf Urbosse und damit das maximale Einkommen an Heldenseelen. Und hier natürlich eben, dass maximal dann zwei von den Monstern besiegt werden müssen, also niedrigste Option. Das geht nachher dann eher darum, ob ich eben die Bosse, wenn ich die nicht mehr instant killen kann, wie das dann an der Stelle weitergeht. Also, und das nächste ist natürlich Dora, weil Dora soll auf jeden Fall auch 100% behalten. Das ist bei Zone 300.000, benötige ich dort Level 37. Zumindest nach meiner Rechnung. Wie gesagt, da muss ich mal schauen, ob das tatsächlich aufgeht oder ob ich da mit dem Faktor noch ein bisschen spielen muss. Aber ich lese erstmal auf Level 37 und werde dann noch ein paar übrig belassen. So, den werde ich jetzt erstmal noch eine ganze Weile nicht belegen, weil ich eben testen möchte, was passiert, wenn tatsächlich der Boss-Timer im negativen Wert ankommt oder ob es eventuell sogar einen Basiswert gibt. Das heißt, dass der Boss-Timer nicht unter eine Sekunde oder sowas fallen kann. Weil dann wäre es natürlich interessant, ob ich eventuell mit den Antikerseelen, die ich mir bei ihm einspare, ob ich damit einen anderen Schadensbonus hinbekomme. So, bei Shogolot hatte ich gesagt, ich werde den jetzt erstmal bis auf 70 hochbringen und dann mal gucken, was das noch für Kosten mit sich bringt. Oh, der ist bei 50, schon bei 92%. Okay, dann lasse ich den erstmal bei 50 stehen. Deswegen, ich hatte ja vorhin gesagt, eben diese Halbierung der Kosten ist eigentlich für die Kosten, die es ausmacht, nicht mehr so relevant. Dann lasse ich den erstmal bei 50, wenn er schon über 90% jetzt hat. Also theoretisch, das ist ja eh das Maximallevel. Das heißt, 10.000 müssten da jetzt noch reingebuttert werden, um, ja, die Frage eigentlich, was, 99,9 oder 0%? Wenn die Antiken gar nichts mehr kosten werden, wäre es natürlich total absurd. Das heißt, sie werden irgendwo einen Wert behalten und da sie ja auch wieder in mehreren Zehnerpotenzen, also ich hatte ja eben diese 5.000 ausgegeben, das heißt, ob das jetzt 5.000 oder 5.001 sind, was soll's. Also schauen wir mal, wie das genau weiter ausgeht. Weil selbst die Verringerung von 100% auf 1% ist gerade eben der Faktor 100, sind gerade mal zwei Zehnerpotenzen. Das heißt, von 5.001 auf 4.999 werden die zwei Zehnerpotenzen. Also eigentlich im Verhältnis zu diesen Zahlen sind diese Wechsel verdammt wenig. Also was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt den Inaktiv-Boni. Genau, also der bekommt jetzt erstmal 50%. Das sind die Sachen, die ich mir jetzt nochmal mitschreiben muss, damit ich da später nochmal genauer gucken kann, wie tatsächlich seine Wachstumskurve ist. Also Level 1 50%. Und tatsächlich jetzt 75%, das heißt, der Zuwachs steigt um 50%. Das heißt, mit jedem Level nimmt er um 50% zu, zumindest bezogen auf die Summe. Also es geht ja jetzt darum, nochmal rauszubekommen, wie ich das Ganze mit einem, also wie ich anhand des Levels direkt ausrechne, was der aktuelle Zielwert ist. So, Level 1 ist relativ leicht, weil Level 1 ergibt einfach die 50%. Im Moment komme ich aber nur hierhin, den Anstieg zu ermitteln. Das heißt, für Level 2 bin ich um 75% gestiegen, da ich aber eben jetzt keine additive Liste mache. Also hier wäre es jetzt relativ leicht. Ich könnte jetzt einfach hier sagen, Level 1 ist das, Level 2 ist das plus den Wert. Schauen wir mal.
So, ist gleich das plus das. Und damit würde ich hier letztlich auf die Werte kommen. Weil hier habe ich ja auch die Berechnung dafür gemacht, was mich die kosten. Also was hatte ich hier gemacht? Ich habe den Levelwert halbiert, mit sich selbst multipliziert, um im Endeffekt die Summe zu bekommen. Die Frage ist, ob das mit dem Exponenten auch funktioniert, weil das ist eine reine Additionsaufgabe. Das ist im Endeffekt nur das, was Leibniz gemacht hat, als er im Endeffekt die Zahlen von 1 bis 100 in ziemlich schnell zusammenaddiert hat, indem er einfach eine Multiplikation draus gemacht hat. Aber hilft mir das mit der Exponentialfunktion? Weil im Endeffekt, ich muss hier den Wert ausrechnen, oder beziehungsweise die Werte, die addiert werden, steigen nach und nach an. Also im Moment fällt es mir noch nicht wirklich ein. Ich werde mal gucken, ob ich es später vereinfachen kann. Im Moment werde ich erstmal eine eigene Liste für, achso, die Werte brauche ich noch, für Zylül machen. So, was will ich jetzt ausrechnen? Ich will das Level haben. Ich will den aktuellen Wert haben. So, Level 1, 50%. So, der Anstieg liegt bei 50%. So, der Anstieg für das nächste Level. So, 1,5 hoch Level minus 1. Das ist der Faktor, der von dem Basiswert dazu kommt. So, mal gucken. Also, der aktuelle Wert liegt dann bei... Ne, der aktuelle Wert, habe ich gesagt, der ist dann... Anstieg plus Wert davor. So, und jetzt muss ich hier nämlich ausrechnen, was mich jetzt die Anstiege kosten. Ah ne, ich will ja den prozentualen Anstieg, das war's. Also ich habe hier einen Anstieg von 75% bezogen auf den, eigentlich auf den vorhergehenden Wert. Okay, das heißt, da ist er noch um über 100% gestiegen. Danach wird der Anstieg entsprechend kleiner. Sehr interessanter Effekt. 50% ist ja auch der Wert, den ich dann später, dem ich später begegnet bin, aber mir nicht klar war, dass es tatsächlich mit 50% beginnt. Ist auf jeden Fall interessant für die Nährwerte, weil wenn das sozusagen der Anstieg immer bei 50% logischerweise bleibt, ist natürlich die Kostenrechnung ziemlich einfach. So, Kosten je Prozent ist nämlich das Eigentliche, was ich will. Durch den Prozentwert. Multipliziert mit den Kosten, die hier natürlich super gering sind. Also die prozentualen Kosten steigen hier jetzt sehr, sehr langsam an und sind dann auch ziemlich linear, was das angeht. Das heißt, die erreichen bis hier gerade mal den Faktor 2. Und für von Torus das dürfte das jetzt kein Problem sein, weil der wird ja linear multipliziert. Ja, der Levelwert ist gleich das multipliziert mit dem absoluten, beziehungsweise mit dem Basiswert. So, Kosten für nächstes Level ist halt generell 1 und der nächste Levelwert ist gleich das plus 1 und das wieder multipliziert natürlich an der Stelle mit dem Basiswert. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel auf 2000 gehe, dann habe ich da halt eine deutlich höheren Kosten pro Prozent. Also lassen wir erstmal 100. Da ist es noch bei 1, das heißt, da ist es vertretbar. Bei 110 lohnt es sich schon nicht mehr. Also schauen wir mal, wie wir Pandorosis machen. Als nächstes ist jetzt Ponyjunge dran. 1000% erstmal im ersten Level. Danach hat er 4000%. Also er steigt um 3000% an. 9000, 16000, das heißt, jetzt steigt er um 7000. Das heißt, er steigt immer um 2000% mehr an. So, das heißt 16.000, der nächste 25.000, der nächste 36.000. Jawohl. So, das heißt, damit habe ich meine Voraussage für Ponyjunge. Also der Anstieg von Ponyjunge ist konstant plus 2.000. Aber das funktioniert relativ einfach jetzt mit der Multiplikation. Weil das ist kein relativer Anstieg, sondern ein absoluter. Okay, aber dich müsste ich doch trotzdem noch den aktuellen Wert kalkulieren können. 4 mal 4, 5 mal 5, 6 mal 6, 7 mal 7, 3 mal 3, 2 mal 2, 1 mal 1. Cool. Das heißt, ich muss das nur mit sich selbst multiplizieren.
Level mal Level mal Basiswert. Ja, also den kann ich leicht berechnen. So, das heißt, der Basiswert von Ponyjunge mit Level 1 war jetzt 1000. Und der relative Anstieg sind... Nee, er hat keinen relativen Anstieg, er hat einen absoluten Anstieg. Das heißt, er steigt um 2000% je Level an. Damit kann ich anhand des Levels ausrechnen, das mal das mal Basiswert. Jetzt komme ich auf 2,31%, weil vorher hatte ich ja nur einen Schätzwert. Wollen wir mal gucken, mit 2,5 und 2,4 hatte ich eigentlich irgendwie angenommen. Aber das heißt, dann habe ich jetzt tatsächlich einen echten Wert. Das heißt, der Anstieg war bei 2,3%. Das heißt, der ist um einiges leichter. Das heißt, den kann ich mir immer aktuell berechnen. Auf jeden Fall wird er exorbitant teuer, weil er halt dann schon 50 antiker Seelen kostet je prozentualen Zuwachs. Das heißt, hier ist es erstmal sinnvoll, den bis Stufe 1 zum Beispiel zu bringen. Das heißt, Level 14 ist für den okay. Da kostet mich der Anstieg pro Prozent erstmal noch weniger als eine antiker Seele. Bei Zylül ist es anders. Da kann ich bis Level 1, also wenn ich hier jetzt bis Antika, kann ich bis Level 50 gehen. Also planen wir mal Level 50 ein und hier planen wir Level 15 ein. Weil Pandoros wird ja relativ schnell, relativ teuer. Okay, 1. Achso, genau, Level 100 ist ja an der Stelle, da ist ja auch noch bei 1, das heißt, hier ist Level 100 ganz okay. Nur, dass die Kosten hier halt gleich dem Level entsprechen. Dann kann ich hier sogar noch die neuen Differenzen hoch machen. Das heißt, da spare ich mir im Moment sozusagen mit den Werten eine ganze Menge ein. Also 12.000, das heißt 10.000 habe ich dann noch übrig erstmal. Gut, dann setzen wir das jetzt erstmal um, wo jetzt die ganzen Kosten noch bei einem antiker Seele pro Prozent liegen. Dich jetzt bis 50. Dich habe ich schon auf 50. So, du darfst theoretisch bis 100. Das macht an der Stelle überhaupt nichts. Da hast du auch noch eben Kosten von 1 pro prozentualem Anstieg. Und du gehst erstmal bis 15. Danach wird dein Anstieg zu gering. Also ich habe jetzt noch 16.000 antiker Seelen übrig. Von den 16.800 antiker Seelen will ich noch was aufheben eben für Kronos. 1.500 sind gesperrt, weil ich die eventuell dann noch brauche, falls ich den doch anheben muss für den Boss-Timer. Für Dora will ich auch noch ein bisschen Puffer haben. Das heißt, kann ich mal 2.000 oder 1.800 könnte ich dann offen lassen. Wenn ich jetzt die realen Level dazu setze, also hier habe ich schon aufgesetzt, das reicht. Hier habe ich im Moment 0, das heißt, da sind noch 1400, die noch fehlen würden. Hier fehlen noch 2400. So, das heißt, das Ist-Level ist aktuell 40. Das heißt, ich habe nur 820 ausgegeben und muss jetzt nämlich noch 2400 aufheben. Genauso wie ich hier noch 1485 aufheben muss. Und so, den Rargeist habe ich jetzt auf 64 und Borb auf 60. So, die habe ich genauso umgesetzt, wie ich es vorhatte. So, da ist jetzt sozusagen kein Puffer, den ich aufbewahren muss. So, und hier habe ich jetzt Ponyjunge erstmal auf 15, den auf 100. Der bleibt erstmal bei 50. Und der ist jetzt auch erstmal bei 50. So, jetzt kann ich mir anschauen, also wenn ich jetzt Zylül weiter anhebe, sagen wir mal, ich gehe jetzt bis einem Faktor 1,5 pro Anstieg, dann habe ich jetzt hier 1500. So, das wären 3,7, habe ich auf jeden Fall noch genug. Das heißt, das kann ich bis Level 100 durchziehen. So, mal gucken. Ponyjunge hat man jetzt gesagt, Level 15. Das heißt, der nächste ist 1,16. Das müsst ihr hier auch, genau. Also 1,16 ist sozusagen die Kosten, die dann der Anstieg hat. Das passt. So, wenn ich hier jetzt weiter hochgehe, mal angenommen auf 200, dann habe ich da schon eben auch den Faktor 2. Ich hatte jetzt hier abgelesen, dass bis Faktor 100 geht es auf jeden Fall okay. Und das Einzige, was ich jetzt nicht rausbekommen kann, ist tatsächlich der Faktor. Das heißt, das muss ich erstmal weglassen.
Das muss ich hier erstmal weiterhin ablesen. So, dann machen wir das aber noch mal bis 200 und gucken mal, wie sich das ändert. So, das heißt, bis 100 ist hier okay. Levelkosten von 2. So, dann bei Ponyjunge kann ich ja hier auch ganz gut ablesen. Das heißt, hier sind die Levelkosten bei 2 überschritten bei Level 21. So, das kann ich mir hier einschreiben. Das heißt 21, beziehungsweise machen wir 20 und der Anstieg auf 21 ist dann bei 2,05. Das heißt, 20 ist erstmal noch okay. Und Level 200 für Pandorus ist auch okay. So, da habe ich also noch überhaupt keine Probleme. Gut, dann machen wir da jetzt mal die nächste Stufe. Das heißt Level 20 Ponyjunge, Pandorus auf Level 100 und Zylul auf, also 100, 200 und 20. 100. So, hier 200. Und hier 20. So. Sind noch weitere 12.800 verfügbar. Das ist umgesetzt. Das ist auch umgesetzt. Das ist auch umgesetzt. So, wir sind also jetzt bei einem Kostenfaktor von 2 Antikerseelen pro prozentualem Zuwachs. So, bei Ponyjunge gehe ich jetzt mal auf 3. Das heißt, das wäre Stufe 26. Also 25 auf 26. Habe ich einen Faktor von 3,1. Das heißt, der nächste Sollwert wäre jetzt 26. So, für Zylul ist es jetzt ein bisschen schwieriger, da auf über 3 zu kommen. Mal gucken. Also bei Level 150 werde ich das erreichen. Level 20, 4 hoch 3 entspricht dem 4 hoch 5. Und bei Zylul Level 100, 4,07 hoch 17 entspricht dem 4,06 hoch 19 in Prozentangaben. Das heißt, die Berechnungen stimmen auf jeden Fall schon mal. Nicht, dass ich mich hier in den Werten noch irgendwie groß verhauen habe. So, das heißt, hier habe ich jetzt dann 300. Weil klar, das ist dann auch bei 3,0 anzukommen. Also Pandorus ist der nächste Planwert 300. Der lag jetzt bei Planwert 26. Das sind 6.300. Das ist schon heftig dann. Also 150. So, das heißt aber, da ich ja immer noch 12.000 Antikerseelen habe, ist das kein Problem. Das heißt, die kann ich auf jeden Fall noch ausgeben. Also nächste Runde Skillen der Outsider. So, 150, 300 und 26. So, also 150. So, 300 und 26. So, jetzt sind es noch 6.300. Also deren Puffer, was ich gesagt hatte. Also machen wir erstmal hier wieder glatt. 150 ist jetzt der Wert, 300 und 26 ist eingestellt. So, die Reserven hier liegen bei 4.000. Das heißt, ich lasse mir die 6.300 jetzt mal als Reserve, um eventuell noch zu noch einige Sachen hier aufzuleveln. Vielleicht komme ich auch weiter als 300.000. Mal sehen, inwieweit ich Kronos dann brauche. Das werde ich euch erst dann beim nächsten Mal wirklich mitteilen können, weil ich ja jetzt erstmal hier noch ziemlich weit weg bin, irgendwie Auswirkungen von den Aufstiegen oder von den Zonen zu merken. Das heißt, da gibt es dann eben nochmal eine weitere Folge, wo ich dann das Fazit über das Umskalen der Outsider ziehen werde. Vor allen Dingen dann, ich denke, das werde ich vor allen Dingen machen, wenn ich dann mit der Überschreitung tatsächlich wieder zum Ende komme. Und mal sehen, wie hoch dann hier der Sprung nochmal ist und wie viel tatsächlich geklappt hat. Zumindest sind jetzt meine eben diese drei von den Kosten her, also Zylul, Pandorus und Ponyjunge ja von den Kosten vom Zuwachs her gleich. Das heißt, alle liegen jetzt irgendwo bei 3 Antikerseelen pro prozentualem Zuwachs. Und ich denke, das ist aus meiner Sicht die sinnvollste Quote, zu gucken, okay, wo sind meine Antikerseelen sozusagen für den stärksten Effekt ausgegeben.
Das heißt, mit jeder Antikerseele erreiche ich im Moment den gleichen Effekt an prozentualen Zuwachs bei Inaktiv, bei SBS als auch bei Urheldenseelen und hoffe damit natürlich einen guten Faktor zu machen. Mal sehen, ob meine Rechnung aufgeht. So, die anderen bleiben erstmal so und das andere wird das Testgebiet für einen Boss-Timer, der ins Negative geht. Bin mal gespannt, was da tatsächlich passiert. Okay, aber das dann soweit heute für das viele Zahlen und das Umscalen der Outsider. Mehr kann ich da jetzt erstmal eh nicht dazu sagen. Jetzt gilt es erstmal ja irgendwie so bis Level 400 zu kommen, die Goldies wieder, also die Vergoldung wieder zu aktivieren, um dann ja die ganzen Antiker wieder zu holen. Mal gucken. Also ist ja relativ egal, wer jetzt da ist, weil ich werde jetzt eh so lange eben bis Level 300 oder 400 machen. Ja, da kommen schon die ersten Goldies. Den ersten werde ich mal schon mal aktivieren. Weil die 12, die damit wiederhergestellt werden, dann schon ein paar Boni liefern. Und ansonsten erst die restlichen Goldies aktivieren, wenn ich dann bei dem hier ankomme. Damit der auf jeden Fall viele davon bekommt, weil im ersten Durchlauf werde ich hier hinten ja noch nicht landen, aber den Frostleaf, den sollte ich auf jeden Fall freischalten können im ersten Durchlauf. Und genau, Idle Boni gibt es jetzt noch nicht, weil ich noch keine Antiken habe, die mir Idle Boni liefern können, aber nach dem ersten Durchlauf klappt das dann. Sobald alle Antiken geskillt sind und alle Antiken vorhanden sind, gibt es dann auch die Inaktivboni. Und natürlich kann ich auch hier die Sachen dann schon erhöhen und die Boni hier schon mal mitnehmen. Bis zum nächsten Mal dann mit dem Fazit zu dem Umskillen und soweit für heute von Clicker Heroes.